Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ihr dürft euch was wünschen, denn da hinten war der Sternschnuppe. Und ein Abo und ein Daumen nach oben wünsche ich mir. Und sie sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, seitdem ihr euch dazu entscheiden solltet. Ich habe meine Standardmoderation an Moderation verändert. Sünde. Jetzt komme ich in die Hölle. Das ist ein Grafikfehler, einfach nur, okay. Hier ist es ganz schön laut wegen den Wasserfällen. Ja, bis dann, tschüssi. Ist der oben drauf? Ich denke schon, oder? Schon ganz oben auf der Spitze. Der ist ganz schön spitz, der Krog. So wie Zess bei meinem Mokri-Outfit. Hätte ich eigentlich gerade eben laufen müssen mit dem Mokri-Outfit, ne? Hätte ich eigentlich machen müssen. Naja, habe ich vergessen. Boah, ich kann ganz Kakariko von hier oben sehen. Bis dann, tschüss. Da war gerade ein Soundproblem, aber egal. War ja nur vereint. Ist ja nur vereinzelt sowas, höchstens. So, in die Richtung muss ich noch. Ja. Auf geht's. Ich hab mich gefunden. Bis dann. Tschüssi. Wir haben jetzt, glaube ich, über die Hälfte schon, ne? Würde ich mal vermuten. Ja, ich habe vor meinem Teleport nicht aufgepasst. Weil es auch irgendwie ein bisschen demotivierend ist, wenn man sieht, oh, nur die Hälfte bisher. Und so viel Arbeit schon. Nur die Hälfte. Wobei man dazu sagen muss, die ganzen Parts, das war ja nicht nur Krogsamen-Sammeln bisher, ne? Das war auch sehr viel Nebenquests, sehr viel Höhlen, sehr viel Brunnen. Die lege ich ja quasi mit nebenbei. Das ist also ein bisschen mehr als nur Krogsamen, was wir gerade machen. Bisschen deutlich mehr als das nur. Wir haben natürlich bestimmt einige Höhlen übersehen und einige Brunnen übersehen. Aber das kommt dann alles mit der Zeit. Die Höhlen werden wir ja einfach über die Satori finden. Da werde ich mir auch keine Karte für angucken, wenn ich ehrlich bin. Mache ich nicht. Das wird nicht passieren. Das mache ich nämlich einfach mit dem Satori, weil das finde ich irgendwie schöner. Brunnen kann sein, dass ich mir da... Dass den Sensor nutze für, weil der wird mir bestimmt nur Brunnen anzeigen, die ich noch nicht entdeckt habe, oder? Ja, und dann. Oh, ich will zu meinem Freund, natürlich. Ja, dein Freund ist natürlich da ganz hinten auf dem anderen Berg. Wie ist der denn nur da hingekommen? Wie seid ihr denn getrennt worden? Und wie ist er dann so weit gekommen, nachdem ihr getrennt wurdet? Das weißt du auch nicht, ne? Ja. Kannst du auch keinen Reim drauf machen, ne?
du, wir laufen zu Fuß. Was denkst du denn? Ich baue keine Maschine aus eigenen Teilen. Ich habe nicht mehr so viele Teile. Keine? Na, ah, noch eins. Eins noch? Nee, keine. Keine Teile. Nee. Keine Teile. Wir haben nicht mehr so viele. Wirklich nicht. Klar, wir können natürlich jetzt wieder im Himmelsreich gehen, wieder Teile holen etc. Aber ich finde es ein bisschen nervig. Deswegen, wir können ihn auch tragen. Geht fast genauso schnell, als wenn wir jetzt was bauen und dahin fliegen. Wenn es jetzt was Komplexeres ist, wie über einen Fluss oder sowas, dann mache ich auch eine Maschine. Aber wenn das ein Ding ist, wo man hinlaufen kann, warum nicht? Wenn es gut geht mit dem Hinlaufen, dann... Dann mache ich das auch so. Wenn die einzige Lösung eine Maschine ist oder der Umweg sehr groß wäre, dann werde ich da auch weiterhin Maschinen und Vehikel bauen und sowas. Natürlich. Also macht das keinen Sinn. Und wir wären jetzt vielleicht da, wenn wir das gebaut hätten. Aber seht ihr, so viel länger ist es dann halt nicht. So. Das war der hier, ne? Dann müssen wir mal kurz einen Teleporter setzen. Dann sehen wir auch gleich, wie viele Crocs wir haben. Ja, ich hab übrigens gesehen in Analytics, dass ihr A, die Videos wirklich lange schaut. Das habe ich gesehen. Und dass viele noch nicht abonniert sind, habe ich auch gesehen. Was ich aber auch gesehen habe, ist, dass viele Leute von Domtendo hier rüberkommen. Ich habe mir überlegt, ob ich mal die Videos von dem angucken soll. Ich kenne Domtendo halt nur vom Namen höchstens, das war's. Ich hab den Namen schon mal gehört halt, aber ich habe nie Videos von ihm gesehen. Oder von ihr? Aber ich nehme an, ist das ihn, ne? Dom wie Dominik. Krocksam! Oder anderer Name mit Dom am Anfang, gibt ja mehr als nur einen. Mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber es gibt schon mehr als einen Namen mit Dom am Anfang. Domian! Domestos, ah ne, das war was anderes. Dominikanische Republik. Da können wir jetzt auch stehen. Dominikanische Republik Nintendo. manchmal ist mein Hirn einfach kaputt. Ich kann es nicht anders sagen, ich kann es nicht anders ausdrücken. Mein Hirn ist manchmal einfach wirklich kaputt. Ich weiß nicht, wo ich so Sachen herhole aus meinem Hirn. Irgendwo ist das ganz hinten. Und dann packe ich das immer aus. Ich bin immer so, ich habe nicht diese Kontrolle, dass ich das, was ganz hinten beim Hören ist, nicht einfach da lasse, weißt du? Statt das, ich pack's dann einfach aus. Wenn es mir einfällt, ich pack's einfach aus. Egal. Scheiß drauf. Und jetzt? Der will zwei Äpfel mehr, ne? Weil drei Freunde, die brauchen natürlich drei Äpfel, ne? Die teilen sich ja nicht einen Apfel. Das sind ja keine Freunde, das sind ja eigentlich Feinde. Da teilt man sich keine Äpfel. Hast du richtig erkannt? Freunde teilen sich keine Äpfel. Mit Tante Sie. So. Ach, guck mal. Das sind gar nicht mehr so viele. Dann sind wir schon oben nach Elden. Alter Schwede. Wie schnell gehen wir denn bitte hier gerade von A nach B? Was ist hier los? Potato wieder Super Speed. Hat wieder Mopsgeschwindigkeit angemacht. Mopsgeschwindigkeit. Wer kennt das? Raumschiff Surprise? Hi, to die. Space Taxi to the sky. Ist alle so, hey, Potato, von Labas, was laberst du da? Potato so, ja. Das war cool, als ich noch jung war. Hmm.
Hi, 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 total. Cock Taxi to the sky. Ein Reh habe ich noch nicht fotografiert, oder doch? Oh, das ist ein Silberleune. Es gibt also weiße Leunen und Silberleunen. Leute, Leute, wir müssen es versuchen, oder? Wir haben aber fast nichts zu essen. Wir haben nicht viel zu essen. Wir haben auch nicht viele gute Waffen. Wir haben sehr viele Schilde auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Schilde haben wir. Wir haben auch hoffentlich, ja, wir haben die Dreierbögen, ne, von dem vorherigen Bläuen. Und wir haben hier die Waffe. Die Waffe ist gut. Die ist eigentlich auch gut, weil da ist auch gut Schaden drauf auf dem Masterschwert. Solange wir es nutzen können. Haben wir irgendwas, was den Angriff steigert vielleicht? Verteidigung ab. Ja, komm. Und dann speichern wir ganz dringend. Oh mein Gott, was tue ich nur? Potato wird sterben. Ah, nein. Warte mal, du hilfst mir. Das Opening muss stimmen. Ich habe nur 19 Pfeile. Dann hätte ich vielleicht vorher denken sollen. Der zieht mir mein ganzes Leben ab. Aber es liegt doch daran, dass ich nicht die beste Ausrüstung anhabe, die ich habe. Oh mein Gott. Was habe ich nur getan? Was habe ich denn getan? Das Problem ist, das hat alles Effekte. Ich habe mein Schild nicht oben. Weil ich die Lanze habe. Und die Lanze ist eine Waffe, wo ich kein Schild tragen kann. Gib mir mal Wasserschutz. Thank you.
Aua. Das steht nicht oben. Nein! Ich hatte den Bogen gerade weggesteckt, aber es sieht das Schild nicht. Es war so ein guter Versuch, er war fast tot. Wir müssen alle Tricks nutzen, die wir haben. Aua. Down ist er. Egal, dass die Fotos nicht schön sind. Alter Schwede. Selber ein erneuter Säbelhorn. Ist das Ultraschlaf geschliffen und dringt Ski alles. Eine Waffe befestigt, erhöht es die Angriffskraft extrem. Koch es mit kleinen Getier, um Medizin herzustellen. Silberner Leuen Massivhorn. Eines der beiden Hörner eines silbernen Leuen. So hart wie ihr Diamant. An einer Waffe befestigt, steigert es die Angriffskraft extrem. Es gilt auch als wertvolle Medizinzutat. Chimärenschild. Dieses teuflische Triebswerkzeug der weißen Leuen schützt selbst vor stärksten Angriffen und kann gleichzeitig gegnerische Rüstung aufschneiden. Alter Schwede. Das war schon ein ganz schön krasser Kampf, würde ich behaupten. Also ich sag mal, Silberleuen sind nicht ganz ohne. Aber es hat Spaß gemacht. Wir sind zwar zweimal gestorben und haben damit den Part unnötig um viele, viele schöne Crocs, die wir hätten sammeln können, verkürzt. Aber es lohnt sich auch, ne? Und wir brauchen jetzt sowieso die Leuenherzen. Ich nehme an, wir werden am Ende super viele Leuenherzen brauchen, aber ich weiß es noch nicht. Ich sehe das schon kommen. 3 Leuenherzen pro Upgrade in der 4. Stufe von irgendwas oder so. Oh. Es wird spaßig.
Die sind schon schwerer geworden. Das bilde ich mir nicht nur ein, oder? Die sind schon ganz schön heftig geworden. Oder bilde ich mir das nur ein? Die sind eigentlich gar nicht so. Und diese. Die Kopfnuss natürlich, die habe ich mittlerweile drauf. Aber auch sonst finde ich, die haben ein viel aggressiveres Vorgehen. Die sind wirklich hinterher, hier die ganze Zeit in die Fresse zu hauen. Die sind wirklich hinterher, dir keine einzige Sekunde Ruhe zu lassen. Ja, ein paar Sekunden lassen sie in Ruhe, aber nicht wirklich viel, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, man könnte mehr sein, ne? Oh, ich will zu meinem Freund, ja. Ja, ja, was für ein Schlamassel. Da können wir doch offen hingehen, oder? Ich meine, da können wir auch einfach hingehen, oder? Klar, wir können hier hinten hoch. Gar kein Problem. Seht ihr, und das geht halt wirklich viel schneller, als wenn wir jetzt irgendwas gebaut hätten. Dass wir hier einfach hochgehen. Easy peasy. Seht ihr, wie einfach das ist. Was bauen ist nicht immer die Lösung, glaube ich. Danke fürs Vorbeibringen. Bis dann. Tschüssi. Ich habe gerade eben im Teleportieren vergessen zu gucken, wie viele wir haben, ne? Naja. Jetzt haben wir mittlerweile so viele Kochzutaten. Wir können ja echt bald mal was Leckeres kochen. Aber ich überlege mir gerade so ein paar Rezepte, die ich im echten Leben kochen könnte. Kartoffeln gibt es ja im Spiel nicht. Leider. Die fühlen mir ja noch, ne? Problem ist natürlich auch, dass vieles Essen hat auch einen Effekt. Das heißt, du hast gar nicht so viele Sachen, die du kombinieren kannst. Butter, Milch und so Sachen kannst natürlich Gewürze. Reis. Und dann war es das schon fast mit den Grundzutaten. Also sowas wie Gemüse und Pilze. Also Pilze gibt es und es gibt Obst. Hm. Naja, vielleicht gucken wir uns auch einfach mal demnächst Rezepte an in den Ställen und kochen die mal nach. Einfach nur aus Spaß. Und warum nicht? Das volle Rezeptbuch übrigens sehe ich nicht als 100% an, wenn ich ehrlich bin. Nicht so wirklich, aber vielleicht mache ich das sogar, aber... ich weiß nicht, ob... Man kann es nicht mal einsehen, so wirklich. Man muss ein gekochtes Rezept haben, um in sein Rezeptebuch zu kommen. Glaube ich. Weil, kann auch sein, dass es so geht, aber wir haben auch schon sehr viel, also... Aber dass man keine schöne Übersicht hat, finde ich ein bisschen schade. So eine schöne Übersicht wäre schön. Ja, vielleicht ziehen sie doch. Muss ich mal gucken. Kommt am Ende drauf an, ob ich Lust habe, eine Kochshow für euch zu machen. Ein Part mit der Potato Pet Kochshow. Ich muss mir überlegen, wie ich das gestalte, weil das muss ja lustig sein. Weil sonst verliert ihr auch den Verstand wie ich. Ja, Verstand verdienen ist nicht gut. Bis dann, tschüssi. Ups, jetzt habe ich wieder eine Screenshot-Taste gedrückt. Ah, ich wollte noch mal auf die Karte. Ich nehme aber jetzt einfach mal richtigerweise an, dass wir gut über die Hälfte schon sind, hoffentlich. Schrein in der Nähe. Den töte ich.
Aber die sind mittlerweile echt deutlich schwächer, ne? Sieht man ja, ne? Wie schnell wir die töten. Das ist schon krass. Ui, du hast mich gefunden. Bis dann, tschüssi. Ob es hier noch Exalfos gibt? Ich brauche Schwänze. Das aus dem Kontext ist auch nicht gut. Aber ich brauche wirklich Schwänze. Also ich brauche Exalfos-Schwänze. Ja, das sind Exalfos. Vorne ist scheinbar... Ah, da ist der Schrein. Da brauchen wir ja... Oh, das heißt wieder, ist nur Rauchus Segen leider. Hinterm Wasserfall. Ah, okay. Das hat nur einen Exalfos, ne? Früher sind hier welche geschwommen und so. Wow, zieht der mir denn ab? Gib mir einen Schwanz. Nö. Die Schwänze sind verdammt selten in dem Spiel. Ich wollte gerade schon fragen, liegt da einfach der Schwanz da hinten? Hat den, ist der dem abgefallen oder was? Nee. Leider nicht. Ja, aber bei dem Krog muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Oh, habe ich gar nicht bemerkt. Krinotix, danke für das Folgen. Habe ich gar nicht gemerkt. Tut mir leid, du bist noch da und hast den Dank mitbekommen, sonst hörst du nie am Part. Tut mir leid. Habe ich ganz verpasst. Ich bin halt so vertieft in diesem Spiel.
Boah, das ist ein weiter Weg. Hast mich gefunden. Yay. Bis dann, tschüssi. Ich freue mich aber schon auf den nächsten Part, weil dann werden wir nicht hoffentlich die ganzen Sachen hier unten fertig haben. Dann geht es halt wieder nach Elden dann hoch. Ist immer schön, wenn man so einen Abschnitt fertig hat, wisst ihr? Wenn man das Gefühl hat, jupp, der Abschnitt ist fertig, den ich mir gesetzt habe. Ich arbeite ja hier so ein bisschen quasi in Segmenten ab. Jetzt müssen wir warten auf dich. Komm her. Der hat echt Wegfindungsprobleme. Oh mein Gott, im Wasser bin ich gut. Ui, wie viele Signums wir schon haben, oder Signa. Das ist ganz schön übel. Die bringen uns alle nichts mehr. Ich bin ja gespannt, was es als Belohnung gibt, wenn man alle hat. So, dann können wir jetzt eine Maschine bauen. Nehmen wir an, eine Flugmaschine bauen wir, ne? Waren nochmal die Flugteile? Wir hatten noch. Achso. Die waren draußen. Ja, gut. Ist nur, damit ich alles mitnehmen kann, ne? Huck!
geht's. Was ist da passiert? Warum sind wir so schnell abgestürzt? Na egal. Dann nehmen wir den Stein halt so mit. Der Part ist auch schon wieder zu lang. Nein! Naja. Ich bin halt einfach am Gönnen. Ich vergesse einfach die Zeit. Das ist halt immer das Ding, ne? Ich vergesse die Zeit ein bisschen. Ich weiß, ich bin kein guter YouTuber. Ich sollte die Zeit nicht vergessen. Ich wurde sogar früher schon mal kritisiert dafür, tatsächlich. Dass meine Parts zu lang sind. Weil ich immer die Zeit vergesse. Weil manche Leute nehmen sich halt nur eine halbe Stunde am Tag irgendwie für einen YouTuber und gucken, wollen sich halt eine halbe Stunde Video angucken und dann hast du so einen 40-Minuten-Part und denkst dir, ja toll. 10 Minuten länger. Bringt mein Zeitplan durcheinander. Mit 10 Minuten ist natürlich auch nicht das große Ding. Auch manchmal hatte ich auch eine Stunde 10-Minuten-Parts und sowas. Und ich hab das schon. Ich bin schon besser geworden, was das angeht. Da-da-da-dam. So, meine lieben Freunde, aber im nächsten Part sehen wir dann, wie hier im Süden die ganzen Krux hoffentlich fertig sind. Plus die, die ich noch vergessen habe. Die nehme ich dann auch noch mit. Und dann, da sind ja nicht so viele, ne? Das ist ja. Mach die hier noch, dann mach ich den da. Dann gehen wir hier. Dann machen wir die drei da noch. Dann gehen wir hier die beiden Ranellspitze noch machen. Und dann hier die beiden da unten. Und hier habe ich eins vergessen, glaube ich. Ich glaube schon. Oh, und dann haben wir hier wirklich. Ah, da fehlt auch noch eins. Haben wir auch noch eins vergessen. Habe ich auch noch markiert. Müssen wir auch noch machen. Aber das und alles. Das und noch viel mehr, meine lieben Freunde, im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!